Hi, heute ein kleines Reel zum Thema Knorpelschirurgie am Kniegelenk. Was ihr hinter mir seht, ist ein Knie. Das, was so glänzt, ist der Knorpel und es gibt verschiedene Gründe, warum der Knorpel zerstört werden kann oder kaputt geht. Und das häufigste schlicht und ergreifend Altern, also da kann man fast gar nichts gegen tun. Man kann zwar das verlangsamen durch Nahrungsergänzungsmittel, Vermeidung von Übergewicht etc. Und ansonsten sind Unfälle oder Überlastungen. Und Überlastung heißt nicht unbedingt nur Übergewicht, sondern Überlastung heißt eben auch Achsfehlstellung, dass man eine Stelle vermehrt belastet, angeborene Deformitäten. Und jetzt ist die Frage, was dagegen tun? Also die einfachste Version ist Hyaluron zu spritzen, das machen wir extrem viel. Was heißt? Hyaluron ist was, was die Entzündungsmediatoren hemmt, das Stickoxid neutralisiert, das Gelenk besser schmiert und puffert. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie das Kettenfett an meinem Fahrrad. Irgendwann muss das mal gemacht werden. Die zweite nicht operative Version ist die Verwendung von Plasma. Das heißt, man nimmt Eigenblut und in dem Plasma befinden sich Wachstumsfaktoren, Gefäßneubilder und Entzündungshemmer. Das heißt, man bietet dem Knorpel eigentlich die idealen Möglichkeiten und Voraussetzungen, um sich selber zu regenerieren. Umso jünger der Patient ist, das trifft für mich also definitiv nicht mehr zu, kann sich sogar der Knorpel komplett erholen. Die nächste Stufe des Nicht-Operativen ist dann, was wir ganz neu haben, die Verwendung von Exosomen aus dem Eigenblut. Exosomen ist sozusagen die Software von unserer Hardware oder das RNA from the DNA. Und die gewinnen wir und geben es ins Blut und damit kann sich dann der Knorpel noch besser regenerieren und dann kommt so the Masterclass of nicht-operativen Vorgehen und das ist die Verwendung von mesenchymalen Stammzellen aus dem Körperfett. So viel zu den nicht-operativen Maßnahmen. Bei den operativen bedienen wir uns ebenfalls modernster Möglichkeiten. Besonders gerne verwenden wir, weil es für den Patienten sehr angenehm ist, Minced Cartilage. Das heißt, wir nehmen den etwas ausgefransten eigenen Knorpel, der ja noch gut funktioniert, sammeln den in der Arthroskopie, zerkleinern den und dann wird der angereichert mit Plasma, Exosomen und Fibrin. Dann habe ich so eine Melasse, so einen Kleb, so eine Knorpelsubstanz und die wird dann in den Defekt eingebracht. Und das ist eigentlich so die gängigste moderne Methode zur Knorpeltherapie, die wir hier im Ortho Health Institut in München verfolgen. Und die kommt für meine Begriffe auch noch deutlich vor der Knorpelzüchtung, was wir natürlich auch machen können. Das bedeutet aber für den Patienten, und das macht man dann bei größeren Zonen, dass man eben erst einmal entnimmt, extern anzüchtet und dann in der zweiten größeren Operation das wieder implantiert. Und so viel heute zum Thema Knorpelregeneration im Ortho Health Institut in München mit mir, Philipp Schöttle, und meinem coolen Team.